den Mannersdorf vergleichen müsste, dann steht der Mannersdorf da wie eine wunderschöne, sehr elegante und für mich fast heilige Pyramide. Er hat auch irgendwas Mystisches. Ja, unser Ziel von Mannersdorf war, den Mannersdorf vom Basecamp aus, von 5000 Meter aus, in einem Zug auf den Gipfel und mit Skiern zurück innerhalb von 24 Stunden zu besteigen. Als die erste Lawine kam, gab es einen riesen Donnerschlag. Da war klar so, wow, die ist hier, die Lawine. Da waren Schreie, was ist da los? Dann war jedem klar, dass da eine Bombe eingeschlagen hat, eine gigantische Lawine. Wir müssen jetzt helfen, das ist unsere Verpflichtung. Es war nur noch stockdunkel, es war auch kalt. Es ist genau die Lawine, die immer kommt. Das komplette Lager 3 mitgenommen. How many died today? I don't know. 10. You know, the life just keep going, and you have to keep going at the same time. But at this time, it's difficult. Just the fact that he's not here and he won't be here anymore, that's the most complicated. You know, if you guys stay, are you really respecting these people that just passed away? Like, how is that envisioned by the world if you're just gonna go and step over the graves and go to the summit? Ich kann dem Berg einfach nicht so den Rücken zuwenden. Meine Natur ist so gestrickt, dass ich irgendwie da hoch will. You can't survive on luck. Luck will run out one day and then we'll die. Ich hoffe, wenn die Sonne kommt, es aufhört hier zu stürmen.